Okay, Nils Barkow, wir sind wieder live. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Ruben Bürgel. Ich hoste den Perform Better Podcast mit Nils Barkow vom Original Bootcamp. Wir befinden uns hier schon im zweiten Teil. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, geh kurz zurück in unserer Historie hier bei iTunes oder auf der Homepage perform-better.de unter dem Reiter Podcast. Nils, nach den bereits sehr wertvollen Antworten, die wir von dir bekommen haben, gehen wir mal ein bisschen auf den Inhalt ein. Was erwartet ein Original Bootcamp-Teilnehmer bei euren Camps? Ein Teilnehmer erwartet auf der einen Seite ein starkes Team, was einen mitreißt im Training und natürlich ein sehr kompetenter Trainer, der versucht, im Rahmen einer Kleingruppe so individuell wie möglich auf meine persönlichen Belange einzugehen. Das Ganze findet statt in 8-Wochen-Programm, wo in der Regel zweimal die Woche trainiert wird, 60 Minuten, sind maximal 12 Teilnehmer und es findet so in der Regel, da sind natürlich auch Specials dabei, wie eine Art Zirkeltraining statt. Das geht dann immer mit dem Thema hochintensiver Intervalltraining. Das heißt, es wird eine gewisse Belastungszeit, beispielsweise 40 Sekunden trainiert und dann sind 20 Sekunden Pause und dann gehe ich zur nächsten Station. Wichtig ist, wir arbeiten an der Alltagsathletik, das heißt, dass ich fit für meinen Alltag bin und das Thema funktionelles Training verstehen wir eben so, dass ich als Ziel habe, fit zu sein, Körperfett zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Das Ganze immer über mehrere Muskelketten hinweg, insbesondere der Fokus, weil schon ein Großteil Bürotäter sind, die bei uns arbeiten, eben auf der hinteren Kette, das heißt Po, Oberschenkel, Rückseite, Rücken, die stolze Brust, das sind für uns so die Kernbereiche. Ich mag deine Körpersprache, der, ich weiß gar nicht, wenn man mich jetzt im Video sieht, die Muskelketten. Sehr schön, sehr schön. Wer das Video nicht schaut, ihr müsst auf die Seite gehen und euch das Video angucken. Ja, bis gerade war mir nicht bewusst, dass es überhaupt ein Video gibt. Das finde ich super. Jetzt weißt du's. Nutzt ihr Equipment in euren Camps? Wenn ja, was für Equipment und warum? Ja, wir nutzen Equipment. Wir machen natürlich auch viel mit dem eigenen Körpergewicht, aber Equipment halten wir für wesentlich, um entsprechend auch Abwechslung zu schaffen und natürlich in gewissen Übungen auch die entsprechenden Gewichte zu haben, um den richtigen Reiz setzen zu können, um nicht nur im Ausdauerbereich dann unterwegs zu sein, sondern eben auch im Kraftbereich. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich das Abwechslungsthema. Wir haben wilde Seile, Kettlebells, wir haben Springseile, wir haben kleine Hürden, alles was ein Trainer sozusagen in so einem, in seinem, jeder hat da seine eigene Methode, das zu transportieren, aber im Kofferraum oder in seinem Bollerwagen oder so, was man gut an eine Location bringen kann, schnell aufbauen kann und auch wieder zurückbringen kann. Ich habe Hanjo in München schon mit seinem Bollerwagen durch die Gegend Genau. ziehen gesehen. Na, an der Isar. Ja, ich habe ja damals in meinem letzten Podcast habe ich mich mal kurz vorgestellt und gesagt, dass ich auch erfolgreich mit einem Bootcamp gescheitert bin, wo wir wieder zurückkommen zum Thema Lehren. Ich habe damals nur mit Frauen gearbeitet und ich fand nämlich gerade das Thema, was du gerade sagtest, die ziehende Kette, die Aufrichtung, hat nicht so viel mit Aufrichtung zu tun, aber die ziehende Kette, da ist man doch mit dem Körpergewicht leider sehr schnell an seinem Limit. Ja, wir haben so Körperrudern gemacht, dass eine Person, kurz bildlich beschreibt, eine Person liegt auf dem Rücken am Boden, die andere Person steht auf Hüfthöhe ungefähr im Squat, reicht die Arme nach unten und die Person, die am Boden liegt, rudert dann quasi mit den Armen der Person hoch, aber mei, da kommen die Fingernägel ins Spiel, man rutscht ab und so weiter. Und das fand ich immer, war eine große Herausforderung. Deshalb hat das auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall Sinn, Equipment zu nutzen. Nur die Sache mit dem Bollerwagen muss halt gelöst werden, nicht wahr? Alles so kleine Hürden, an die viele Leute nicht denken, die sich jetzt so vielleicht gerade zurechtlegen. Mensch, so ein Bootcamp, ne? Mal eben so bei mir um die Ecke. Warum nicht? Gute Idee. Nee, also das ist natürlich, was du ansprichst, ist gerade, wenn man versucht, irgendwie den Push-to-Pull, die Ratio zu haben, hey, zwei, doppelt so viel Pull wie Push, ne, dann ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Partnerübungen sind super, ne, mit Tubes oder auch wie du es gerade beschrieben hast, oder da auch eben umgekehrt an den Beinen anzufassen. Ansonsten haben wir auch Slings im Training. Da ist wieder immer der Punkt, dass man sagt, okay, wo kann ich die ankern? Ja. Zum einen, um auch, und wir sind immer Outdoor, wir sind ne, auch. Uns geht es auch um Nachhaltigkeit. Wir wollen keine Baumrinde kaputt machen. Da bitte ich auch jeden, der das
Thema Outdoor-Fitness macht, da darauf zu achten, zu gucken, hey, verlasse ich alles so, wie ich es vorgefunden habe, störe ich keine anderen Parknutzer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um das Thema auch langfristig weiterzubringen. Da sprichst du gerade ein schönes Thema an. Wie seid ihr denn momentan so geduldet in den Parks in Deutschland? Lässt man euch da freien Lauf oder seid ihr limitiert? Das ist total unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Es ist so, dass in den Städten die große Herausforderung für die Städte ist, dass es halt immer noch auch für die ein neues Thema ist. Ganz am Anfang war es noch schwieriger. Es gab keine Prozesse, keine Standards, an die sich ein Mitarbeiter der Stadt halten konnte. Die meisten haben, und das ist auch immer noch der Fall, sagen, okay, hey, solange ihr in einer kleinen Gruppe unterwegs seid, solange ihr den Platz so verlasst, wie ihr ihn vorgefunden habt, und keine Anwohner oder andere Parknutzer stört, ist es von uns geduldet. Es gibt auch Städte, wo wir eine ganz konkrete Genehmigung haben. Es gibt auch Städte, wo es komplett verboten ist, wo wir nur mit privaten sozusagen Kooperationen arbeiten. Also da ist wirklich die Variabilität ist sehr, sehr groß. Kennst du das Lederhosentraining? Ja, das kenne ich. Das hat der Hanjo auch, von dem du vorhin gesprochen hast, auch schon mal vertreten. Ja. Ja. Ich meine, das ist von der AOK gesponsert, somit beitragsfrei für die Teilnehmer. Ich war letztens im Englischen Garten in München, habe mich da in der Sonne so ein bisschen gedehnt am Eisbach. Da bebt der Boden, ne? Ich weiß nicht, ich kann nur schätzen, 300 plus Teilnehmer, mit Ja, Sicherheit. also ich glaube damals, also als ich das ist jetzt schon ein Jahr her, als ich mit Kontakt hatte, da waren das so um die 600 Teilnehmer auch mal. Boah. Also das sind schon echt viele. Wow. Wir machen auch Krankenkassen gefördertes Training, also freies Training mit größeren Gruppen. Da ist natürlich das große Problem auch immer für uns moralisch zu gucken, okay, was kann ich da wirklich guten Gewissens machen, was nicht. Ich muss natürlich auf einer ganz anderen Ebene arbeiten als in der kleinen Gruppe. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer besser, dass sich jemand ein bisschen bewegt und als wenn er sich gar nicht bewegt. Ne? Und das steht da im Vordergrund. Von daher würde ich das jetzt auch nicht sagen, so, hey, das finde ich total ätzend oder so, sondern ich finde es super, wenn sich da mehr Menschen eben bewegen. Das wäre, glaube ich, gut, das nochmal kurz extra zu erwähnen als Message, wer das jetzt nicht ganz verstanden hat. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ihr euer Limit auf 12 Teilnehmer gesetzt habt. Man kann in so einem Rahmen als Coach, wenn man denn relativ geübte Teilnehmer hat, es wird ja nicht jeder neu sein in jedem Camp, man hat vielleicht zwei, drei Beginner dabei, dann kann man die Leute noch recht gut korrigieren. Ich war bei einer Gruppe von 600 Teilnehmern, unmöglich, Coaching unmöglich. Man moderiert an, aber man kann kein Feedback geben. Wie auch. Ja. Weder verbal funktioniert das, noch taktil sowieso nicht. Und für uns ist gerade die taktile Korrektur super wichtig, auch im Bootcamp. Es ist eine Riesenherausforderung für den Coach, in diesen kurzen Belastungszeiten von 20 bis 60 Sekunden, da wirklich taktil zu korrigieren. Aber man schaut dann halt eben erstmal auf die größten Baustellen und natürlich vom Programming her schaut man, dass man eben wenig komplexe Übungen mit komplexen kombiniert, sodass man weiß, okay, das kann ich handeln, auch in der Korrektur. Thema Winter ist ja auch eine Verletzungsgefahr, rutschiger Boden bei Schnee und Eis. Wahrscheinlich gibt es einige Teilnehmer, die sich nicht so gerne bei minus 10 Grad nach draußen quälen, wo sie es eh schon als ein Quälen ansehen, leider manche. Warum verlegt ihr eure Camps im Winter nicht indoor? Also wir haben am Anfang, als wir angefangen haben, wussten wir ja gar nicht, was auf uns zukommt dann im Winter, ob das funktioniert, sowohl vom Programming her, was du ansprachst, die Gefahren, die da lauern sozusagen, und auf der anderen Seite, ob Kunden das überhaupt annehmen würden im Winter. Jetzt ist es tatsächlich so, wir haben eine kleine Delle von ungefähr 20%, würde ich sagen, im Winter gegenüber den Sommermonaten. Allerdings ist es so, dass die Teilnehmer, die im Winter trainieren, die kriegen so dieses Rocky-Feeling. Die sagen so, hey, ich gehe morgens ins Büro, es ist dunkel, ich komme abends wieder, es ist dunkel, ich verbringe fast keine Zeit draußen und diese 2 Stunden in der Woche, da gebe ich Vollgas und da quäle ich mich auch raus.
bin aber danach umso stolzer auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was da entsteht, wo man sagt, hey, auch die Gruppe schweißt sich nochmal enger zusammen. Guck mal, was ich mache. Das Umfeld gibt einem das Feedback, Wahnsinn, was du da durchziehst, ne? Dass du da bei Wind und Wetter draußen stehst und dein Training machst. Schön. Und da würde das natürlich komplett aufgeweicht, wenn wir sagen, so, hey, ja, im Sommer, im Winter gehen halt welche mal rein, mal raus. Und das ist für mich eben extrem wichtig, dass wir sagen, so, ey, das ist möglich und es ist für dich auch im Winter gesund, draußen zu sein. Aufweichen wollen wir beim Original Bootcamp nicht. Da gibt es keinen weichen Weg. Habt ihr denn bestimmte Ziele mit dem Original Bootcamp? Wollt ihr euch eventuell nach Europa ausweiten oder bleibt ihr in Deutschland, deutschsprachigen Raum? Ja, das ist natürlich ist ein großes Thema. Für uns ist es wichtig, wir sind ja in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Und was für mich wichtig ist, ist, dass wir, also an oberster Stelle steht, dass wir unsere Qualität halten können. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich plane, in diesem Jahr sowieso nicht, für Anfang nächsten Jahres ist es auch nicht geplant, ins Ausland zu gehen. Wir denken natürlich darüber nach, in der zukünftigen Expansion. Allerdings ist es da auch essentiell, eben die richtigen Menschen zu finden und zu sagen, okay, mit denen möchten wir das machen. Genauso wie wir in Deutschland auch expandieren, in die Regionen, wo wir sagen, so, hey, da finden wir Menschen, die den Spirit haben, die fachlich gut sind, mit denen wir weiter wachsen wollen. Für uns ist Wachstum nicht ein Selbstzweck oder irgendwas, wo wir sagen, hey, das brauchen wir unbedingt, sondern es ist nur unter gewissen Bedingungen auch überhaupt gewünscht. Ne? Und der Markt ist jetzt, der ist ja sehr, sehr stark gewachsen und mit irgendwie dreistelligen prozentualen Wachstumsraten in den vergangenen Jahren. Und jetzt kommen wir da gerade so ein bisschen quasi im Fitnessmarkt an mit dieser Nische. Und da ist für mich wichtig, dass wir nicht den Ansatz haben, hey, wir müssen wachsen, 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 sondern jetzt geht es auch darum zu gucken, okay, wo können wir qualitativ uns ausrichten, dass wir auf jeden Fall immer in dem Premium-Bereich bleiben oder uns da auch noch weiter etablieren und dann vielleicht nochmal schauen, inwieweit man Zielgruppen ganz konkret nochmal abholt, Themen wie Training mit Kind oder Best-Ager oder Hindernislaufvorbereitung, also verschiedenste Themen, wo man nochmal gezielt auf Zielgruppen und deren Bedürfnisse eingehen kann. Ich reise ja sehr viel und schaue mir, egal wo ich bin, immer die Fitnessbranche an. Und als ich damals aus Kanada nach Deutschland kam, habe ich so mal den Eindruck gehabt, dass da einfach eine Menge aufzuholen ist. Jetzt bin ich in Europa, gerade bin in Südeuropa und denke mir, mein Gott, also wir müssen uns nicht verstecken, sagen wir es mal so. Absolut nicht. Also von daher, ob die in der Fitnessbranche, da zählen die deutschen Tugenden noch. Da ist das noch was wert. Cool. Nicht so wie bei VW. Ja, nee, das freut mich zu hören. Du hast, glaube ich, da einen besseren Überblick als ich. Und das freut mich natürlich zu hören, wenn das so ist. Nichts gegen VW. Das war ja alles nur ein Plan der USA, unseren Markt kaputt zu machen, nicht wahr? Zurück zum Thema. Wenn du zurückblickst, 2009 bis heute, gibt es Dinge, die du anders machen würdest, wenn du noch mal bei Null anfangen müsstest oder würdest? Das ist eine gute Frage, die wir uns häufig stellen bei verschiedenen Themen im Detail, wo wir sagen, okay, was hätten wir bei dem Event besser machen können, was hätten wir bei der Aktion besser machen können. Also wir haben da wirklich immer sehr viele Feedback Loops. Auf übergeordneter Ebene fällt mir da spontan ein, dass wir also IT-technisch uns das hätte ich wäre ich gerne noch mal anders angegangen, hätte gerne früher mehr Know-how in unserer Firma aufgebaut, um eben an der Front wirklich stabiler zu sein. So mussten wir uns das viel mit Agenturen zukaufen und das bringt immer Probleme mit sich, aber natürlich das eigene IT-Know-how bringt auch Themen mit sich, ne? Aber dieses ganze Thema IT ist, glaube ich, das, wo ich ja in den Anfangsjahren hätte nochmal stärker auch einen Fokus auf das Know-how intern setzen sollen.
Okay, das war nicht allzu übel, sondern so die Technik ist. Die Menschen hast du ja super im Griff, hast ja gesagt, euer Team, das Wertvollste überhaupt. Letzte Frage, bevor wir zu so ein paar Rapid-Fire-Questions kommen. Du bist gerade auf Deutschland-Tour, hast du mir am Anfang des Interviews verraten. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass wir verstehen uns halt eben nicht. Ich werde oft gefragt, so seid ihr ein Franchise, da stellen sich mir so die Haare zu Berge, weil ich möchte nicht ein Franchise sein, sondern wir verstehen uns als gemeinsame Bewegung in der Organisationsform einer Firma. Das heißt, ich möchte auch, dass alle mitgestalten sozusagen und diese Bewegung weiterleben lassen. Und da bin ich jetzt gerade eben deutschlandweit unterwegs und für unterschiedliche Gespräche in den Standorten, was so die zukünftige Vision vom Original Bootcamp angeht, und wo wir uns in den nächsten Jahren sehen, um das Ganze dann eben auch in eine Strategie und Vision einzubetten und zu sagen, so hey, da geht es dann gemeinsam hin. Macht auch Verstehe. total viel Spaß, weil ich bin in meinem Bulli unterwegs und penne hin und wieder bei einem Trainer oder auch mal im Bulli, dusche im See und ja, genieße so dieses Leben als Lonesome Rider. Schön. Was muss ich denn an Franchise-Gebühren bezahlen bei dir, wenn ich hier ein Bootcamp auf Ibiza machen möchte? Da sprechen wir nochmal privat über Ibiza. War ich persönlich sogar noch nie, aber wäre ja auch Ausland, unser erster Auslandsendeavor, außer unserer Reise. Wenn du sagst, du willst eine Reise nach Ibiza anbieten, Achso, nein, ich reise ab. Ich wollte dich eigentlich gerade foppen, weil ich gesagt habe, Franchise-Gebühr. Und du sagtest, bei Franchise stellen sich bei dir die Haare auf. ja, ich weiß, ich habe nur gedacht, okay, das hat der Ruben vielleicht nicht ganz verstanden und ich bleibe mal in seinem Terminus Danke. und hol ihn da ab. Danke, danke. Bist ein super Gesprächspartner, Nils. Verzeih's mir jeden Fehler. Kommen wir schnell zu ein paar Fragen, um dich persönlich besser kennenzulernen. Kurz beantwortet. Schnitzel, wie kommst du zu dem Spitznamen? Ich hoffe, weil ich so heiß bin wie ein Schnitzel, kommt von einer Frau. Okay. Hast du ein Morgenritual? Wenn ja, welches? Fällt Keins. mir ganz ein. Bring meine Tochter zur Kita. Ist auch was? Ja. Ja, solange du das bewusst machst, nicht wahr? In dem Moment bewusst im Moment bist. Welchen Job würdest du ausüben, wenn der jetzige keine Option wäre und du müsstest kein Geld verdienen? Philosoph. Schönes Ding. Alles klar. Nils, mehr habe ich nicht. Ich danke dir vielmals für den Austausch. War Vielen Dank. super. War mir eine Freude und ich hoffe, wir sehen uns bald. Wir verlinken auf jeden Fall euer Bootcamp, eure Seite. Wo findet man euch sonst? Habt ihr Facebook, Instagram-Kanäle? Hau das kurz raus, damit die Zuhörer wissen, wo sie dich und euch finden können. Das findet ihr überall klar auf original-bootcamp.com, ansonsten auf Facebook unter Original Bootcamp, auf Instagram unter Original Bootcamp, auf Xing, wenn es um das Thema Recruiting geht oder wenn sich jemand bewerben möchte unter jobs at original-bootcamp.com. Da betreut euch der Felix, ein ganz netter Kollege von mir und würde mich freuen, wenn der ein oder andere Lust hat. Super. Nils Barkow, vielen Dank vom Original Bootcamp. Schöne Grüße an deine Frau Saskia. Vielleicht kommen wir dir beim nächsten Mal dazu holen, wenn du nicht auf Deutschland-Tour bist. Sehr gut, das hört sich gut an. Danke, Ruben. Mach's gut, Nils. Ciao.